Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir sind jetzt hier in den dunklen Kerkern, weil wir den lieben Papa von Teddybär retten sollen. Du hast den Auftrag übernommen? Es wird etwas gefährlich. Mein Papa ist in die Dunkelkerker gegangen und bis heute nicht zurückgekehrt. Er hat seinen Job verloren und dachte, er müsse nun dort nach Juwelen suchen. Aber ich will lieber meinen Papa wieder als Juwelen. Bitte hilf ihm. Oh Lord. Eigentlich möchte ich ja nicht, aber gut. Eigentlich möchte ich es ja nicht, aber... Was wäre Mario? Wer wäre Mario, wenn er nicht jeden helfen würde? Aber den Erstangriff lasse ich mir nicht nehmen. So, dann würde ich mal sagen, kannst du schon mal hier scannen. Das ist ein Klumba. Klumbas sind fiese Gumbas, die in düsteren Tunneln leben. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie sehen zwar aus wie normale Gumbas, aber du solltest sie nicht unterschätzen. Wegen der ungesunden Gesichtsfarbe, das ist normal, mach dir mal keine Gedanken. Sorg lieber dafür, dass du diese vier schnell erledigt hast. Okay, ich versuche mein Bestes. Am besten, ich wollte eigentlich kontern. Na gut, du kannst ja nicht so viel anfangen, deswegen würde ich mal sagen, macht Mario mal den Hammer. Und ich bin wieder voll aufgeheilt. Das ist doch schön. Auf in die nächste Ebene. Das kann höchstwahrscheinlich eine lange Quest sein. Erster Angriff. Andererseits, Mario, ich glaube, du kannst kurz Prozess machen mit dem Erdbeben. Und wir kriegen auch erstmal Schaden. Aber hey, für Münzen sammeln ist das sehr gut. So, auf in die nächste Ebene. Ich hoffe, die Aufnahme läuft flüssig, weil im OBS-Vorschaubild ist es wieder ein bisschen am Laggen. Nein, ich wollte eigentlich... Ja. Ich kann einfach nicht blocken, Leute. Machen wir mal Erdbeben. Beziehungsweise macht man doch mal den Wirbelschlag. So, und du kannst doch mal hier draufhauen. Und die Katzen rennen wie wild durch die Gegend rum. Und noch die Feuerblume. Ja, solange es nur 3 Schaden ist. Gehen wir schnell wieder zurück, von daher. Man kann uns 4-mal heilen in dem Sinne. Sollte also eigentlich machbar sein. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwie wie Leben zurück. Bestimmt ist auch hier irgendwo ein Sternsplitter. Erster Angriff erfolgreich. Und das wird jetzt eine schnelle Runde.
Kriegt man auch Leben zurück? Und noch Blumenmünzen hier. Ein bisschen Leben wäre nämlich auch schön. Na, guck mal, ein Fussi. So, plump und plump. Kann man die eigentlich auch kontern? Na gut, du bist eh eigentlich nicht geil, von daher. Ja, Leben wäre mir aber besser. Leben wäre mir tatsächlich besser. Unser Level-Up kommt irgendwann näher. Hey, unsere BP sind bald wieder auch ganz oben. Also von daher kommt doch eigentlich alles wie gerufen. So, damit kriegst du schon mal 4 Schaden. Was, nur dieser eine Goomba? Eigentlich hätte ich die Chance nutzen sollen, mich komplett einmal hochzuheilen. Boah, wie weit geht das bitte schön? Ich meine, die könnte ich generell blocken. Beziehungsweise kontern. Wunderschön. Ich bin gespannt, wie viele Ebenen es hier eigentlich so gibt. Immer ein bisschen Münzen. Nee, gegnerischer Erstangriff. Kaum was machen, deswegen setzen wir mal auf Kupio und machen mal den Powerpanzer. Yesu! Was ist Mamas Gebiet denn eigentlich? Weil das muss man alles wieder von vorne machen? Das wäre ein bisschen krass. Ich hoffe mal nicht. Das ist auch wieder eine schnelle Runde. Weißt du, was ich tatsächlich da mache?
Weil ich kann die eh blocken. Versuche ich hier mal ein bisschen hoch zu heilen. Die Blumenpunkte sind noch nicht komplett voll. Warte, dann mache ich hier tatsächlich dann mal wieder eine Show-Einlage. Oh, guck mal. Fast die Hälfte. Weil blocken kann ich. Zumindest die hier. Und unsere Sternenkraft ist eh gleich wieder aufgefüllt, dann sind wir wieder komplett hochgeheilt. Natürlich, jetzt kriege ich ein Herz. So voll klischeehaft. Du hast dich hochgeheilt, hier kriegst ein Herz. Oh, die erste Ebene. Zurück zum Eingang. Achtung, gehst du zurück, musst du noch einmal von vorn beginnen. Nein! So. Schnarche halten. Naja, was braucht's? Aber immer noch keine Spur von Teddybär. Kann mir vorstellen, dass das jetzt schwieriger wird. Och nee. Ein Paragloomba. Das ist ein Paragloomba. Paragloombas sind fiese, geflügelte Goombas. Du findest sie im düsteren Tunnel, da fühlen sie sich am wohlsten. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung nicht vorhanden. Sie sind wie Paragloombas, nur etwas stärker eben, aber sonst nichts Besonderes. Ob die Flügel in so kalten und nassen Kellern nicht leicht schwimmeln? Ege, das ist ja widerlich. Das ist bestimmt jetzt seine Feuerpflanze ein, natürlich. So viel zu Thema hochgeheilt. Das kann sich nur um Jahre handeln. Angriffs plus, das ist gut. Ist die Beute blocken? So. Abschlussbonus. Elfter Untergeschoss. Achso, jedes Mal 10? Oh, da muss man ja noch mehr machen. Oh Gott, das alles wieder von vor. Ich will nicht mehr. So, wie mache ich den als erstes fertig? Ich würde mal sagen, die Wolke. Wir machen sehr guten Damage.
Die aber auch. Ja. 61 Zuschauer. Läuft doch. Mario ist halt eben der King. In town. Oh, was haben wir denn da bekommen? Erdbeben. Schon wieder Erdbeben? Wirken aber stärker. Nee, 6 Blumenpunkte dafür dann? Nee. Oh, hallo Poki. Dann tauschen wir dich mal kurz aus. Und zwar Ellie kann mal was machen. Und zwar den Saugmatz. Gott, hier ist ein Questort lange. Ein Wutbeben erhalten. Erdbeben trifft Boden und Deckenangriffskraft 5. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich wollte eigentlich auf ihn drauf springen, aber okay. Hat das nicht. Du kannst wieder Saugmatz machen. Wir haben schon ordentlich Kohle gesammelt. Meine ganzen ausgegebenen Münzen habe ich bald wieder drin. Schon wieder. So, auf in die nächste Ebene. Nö, nicht schon wieder ein Spinner. Hallo, schön. So, was? Mach mal bitte den Saugmatz. Und du kannst hier einen Sprung machen. Oh Mist, ich hab bei dem... Nein, ich... Boah, warum stelle ich mich gerade so blöd an? Hab das mit dem Grundsam verlernt. Ich bin gespannt, wie viele Ebenen ich noch machen muss. Oh, not again. Not again, this dude. Es ist nur der eine, okay. Zu früh gefreut. Habe ich irgendwie ein Ohren, dass es immer daneben geht? Ja.
glaube, ich habe ein Ohren aktiv. Oder wegen dem Nebeleffekt, deswegen. Bei welcher Ebene bin ich denn jetzt? 16, okay, dann muss ich rein theoretisch noch 4 machen. Oh, ich brauche eine ganze Folge für diese Quest. Erstangriff erfolgreich. So, und Yoshi kann die Spinne wegmachen. Na, ja, zumindest gibt man immer einen Sternpunkt. Aber wäre der Erstschlagorden aktiv, wären die eh alle direkt weg gewesen. Aber die Gegner gehen eigentlich sehr schnell weg. Oh no! Ein ramponierter Tod liegt am Boden. Na, nicht Sprung. Ganz sicher nicht. Schaut einfach mal. Lebenspilz angesetzt. Naja, es geht noch klar. Man braucht so einen Lebenspilz. Da liege ich nun und bin ganz ramponiert. Hey, was? Wer ist da? Oh, hey, was ist? Du bist hergekommen, um mir zu helfen? Oh, wirklich? Teddybär hat am... Da muss ich zu ihm zurück. Lebend. Führe mich heraus. Dann kommen Sie mit. Warte mal kurz, ich möchte nur kurz was wissen, wie der Dude hier heißt. Das ist Terotl, ein Tod. Er ist Teddybärs Vater und sein Sohn macht sich Sorgen. Ernsthaft, Trottel? Um Teddybär zu helfen, muss Trottel schnell retten. Musst du Trottel schnell retten, okay. Erstangriff erfolgreich. Der Trottel vom Dienst. Oh, wir haben es geschafft. Oh, da ist der Ausgang. Oh, Teddybär, ich komme. Wir können ja schon mal das hier aktivieren. Was geben wir hier? Feuerschlag. Attackiert Bodengegner, umgeht ihre Verteidigung und setzt sie in Brand. Ist das ein Orden? Yep. Zurück zum Eingang.
Papa, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich solche Umstände bereitet habe. Das Leben eines Menschen bleibt doch sein wertvollster Besitz. Ich werde mir eine neue Arbeit suchen, auch für den Kleinen hier. Vielen Dank, ich gebe dir meinen Schatz dafür. Er ist sehr wertvoll, aber noch wertvoller ist mein Papa. Deshalb nimm das hier. Warum hast du überhaupt eine Karte für die Spielhalle? Auf Wiedersehen und vielen Dank nochmals. Mein Auftrag ist erledigt. Einmal speichern. So, ich investiere einfach mal 10 Münzen. So. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Das wunderschöne Ionentor. Bald kommt der vierte Stern, dem ich alle Sidequests hier gemacht habe. Nee. Ich habe doch jetzt genug Geld. Was hast du denn so im Angebot hier? Willkommen, ich habe jede Menge brandneuer Ware im Angebot. Sternenwind, ne? Trockenpilz, ne? Gelee Royal. Ich habe keinen Platz im Inventar. Doppelt den Schaden, den Gegner Mario zu wirken. Warum soll ich das nehmen wollen? Also ich muss mal ein paar Sachen lagern. Da vielleicht verkaufe ich auch was? Guck mal, ein Wutbeben kann man verkaufen. Ja. Ich benutze das gar nicht. Deswegen lasse ich es einfach mal. Super Soda. Okay. Dann würde ich gerne erstmal lagern. Das hier. Super Soda, Mysterium. Vielleicht. Die Superpilze erstmal weg. So. Und Jussikopsi. So, ich denke mal, dann fehlen uns nur noch zwei Quests, wenn ich mich nicht irre. Die wir dann in der nächsten Folge machen werden. Nur drei Quests sogar. Shop-Angebot. Totskova. Herztorte. Mörli. Und Gaumenschmaus. Knospi. Okay. Dann nehmen wir schon mal das nächste Shop-Angebot an. Suche dringend eine Reinigungskraft. Wer Lust hat, möge kommen. Ich bin in der Arena vom Falkenheim. Ja, bitte. Dann gehen wir schon mal zum Falkenheim, ne? Vielleicht ist es auch eine schnelle Quest. Mal gucken. Wir gehen schon mal zum Falkenheim. Speichern dort und dann ist die Folge vorbei. Und in der nächsten Folge hoffe ich mal, dass ich in der halben Stunde noch alle letzt verbleibende drei Nebenquests schaffe, damit wir endlich mit der Hauptstory weitermachen können. Da war doch schon länger als gedacht. So, dann einmal speichern. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.